Zwischenstopp. Okay, können wir eigentlich mal ganz kurz speichern hier. Die 15 Ebenen sind erreicht. Ja, und du hast gemeint, 8 Ebenen sind es im Hochland? Ja. Okay, das geht ja. Der sagt mir Pokewiki. Ja, Pokewiki ist da relativ genau in der Hinsicht. Ich würde eigentlich mein Pokédex weiter schreiben. Na, das könntest du machen. Die Frage ist nur, was es dir bringt. Gar nichts. Das manchmal meine geht nicht, aber was soll ich denn machen? So, das haben wir schon in Ebene 3. Ich bin ja nur noch 5. Aber hier ist die Treppe. Und direkt neben der Treppe gespawnt, sehr schön. An den Tisch nur neben der Treppe zu spawnen. Was hast du gesagt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ein Dungeon, einen ganzen Dungeon nur neben der Treppe zu spawnen. Hatte ich schon mal zumindest 5 Ebenen hintereinander. Gut. Ach komm, bevor wir es liegen lassen, essen wir es einfach. Jetzt finde ich die Treppen aber relativ schnell hier. Ein Schlafsamen. Das war das Plagiat-Item zum Schlafsamen. Was hat der nochmal gemacht? Aha. Ja, man kann damit über Wasser gehen. Als Nicht-Wasser-Pokémon ist das geil. Ne? Na gut. Nachdem ich in den meisten Mystery Dungeon-Spielen ein Wasser-Pokémon bin, ist mir das meistens egal, aber gut. Hier bin ich jetzt eben mal kein Wasser-Pokémon, weil mein Lieblings-Pokémon in diesem Spiel hier eben mal noch nicht existiert. Wie viele Orbs liegen hier denn rum? Genug. Wenn man das Feuer-Pokémon in der Dungeon mit Wasser-Pokémon hat man die Arschkarte. Es geht schon. Alte Ruinen. Wow, dieser Ort ist... Er ist unglaublich. Sie ist die Ankelian. Sieh dir diese fantastischen Inschriften und Malereien an den Wänden an. Wie Lapras schon sagte, die sind die alten Ruinen. Das Regenbogensteinschiff sollte hier sein. Yep, so ist es. Gehen wir hinein.
Was? Was für ein Ort ist das? Ich bin mir selbst nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, es muss der Tempel der alten Ruinen sein. Lass uns die Treppe hinaufgehen. Höher scheint es nicht zu gehen. Hey, seht mal her. Hier gibt es auch dieses seltsame Muster. Da ist eine kleine Delle in der Mitte. Ich frage mich, wozu sie wohl da ist. Oh, was ist das? Was gibt es, Kilian? Da ist eine Steintafel und auf ihr scheint eine Inschrift zu sein. Was sind das für seltsame Runen? Da ist eine Inschrift aus Inkognito-Buchstaben drauf. Sie ist in einer alten Sprache geschrieben. Kannst du sie lesen, Reptane? Ja, ich habe intensiv geforscht, um mehr darüber zu lernen. Wirklich? Klasse! Schnell, lies vor! Nicht so ungeduldig, gib mir eine Minute Zeit. Also, Reptane? Ich hab's. Es scheint dieser Ort selbst zu sein. Das ist das Regenbogensteinschiff. Was? Das hier soll es sein? Ja, genau. Hier ist eine Vertiefung. Hier ist sie. Fliege, da gehört es hinein. Steck das Fragment mit dem sonderbaren Muster in die Vertiefung. Was? Du möchtest, dass ich das Reliktfragment da hineinstecke? So ist es. Dadurch wird das Regenbogensteinschiff aktiviert. Damit können wir zum Zeitturm fahren. Das steht auf der Tafel geschrieben. Wirklich? Probieren wir es aus. Okay. Ich werde es in diesen Hohlraum setzen. Genug davon. Wer ist da? Wehehe. Die Zubiris. Zwirfinst. Wie bist du hierher gekommen? Sehr einfach eigentlich. Meister Dialga hat uns direkt hierher teleportiert. Immerhin wusste ich, dass ihr unweigerlich hierher kommen würdet. Hier zu warten erspart uns die Arbeit, noch euch zu suchen. Leider müsst ihr wieder mit mir in die Zukunft kommen. So wird es. Bringt sie zum dimensionalen Loch. Hey, da ist ein dimensionales Loch. So wird es. Ins dimensionale Loch mit ihnen. Wehehe. Psst, Flegi und Kilian. Ja? Ich bin dabei. So. Ihr entwickelt einen kläglichen Widerstand, obwohl ihr wisst, dass es völlig vergeblich ist. Hast du etwas anderes erwartet? Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich werde euch einfach hier besiegen und mit in die Zukunft nehmen. Das macht keinen Unterschied für mich. Ihr habt keine Chance. Wie viel Widerstand könnt ihr überhaupt aufbringen? Zeigt es mir. Umzingelt sie. Und da haben wir einen Bosskampf. So. Dann gibt's erstmal Agilitätsspam. Der ist eigentlich einfach. Ja, ich finde den Bosskampf auch nicht sonderlich kompliziert. Er wäre allerdings noch einfacher, wenn ich jetzt Level 37 wäre. Was war das? Die zwei oder? Ah, so war's. Okay. Doppelz mal fixieren, damit treffe ich jetzt zumindest mal drei von denen. Und Zwirfinst habe ich paralysiert. Genial. Das ergeht, ne? So, es leben nur noch zwei von den Zubiris. Korrigiere, es lebt noch einer.
Und gleich keiner mehr. Ja, der eine hat sich gerade hinterm Schutzschild versteckt. Okay, jetzt würfelst du es auch down. Das ging ja schnell. So, Bosskampf geschafft. Ich weigere mich zu verlieren. So töricht. Ihr habt es gewagt, mich herauszufordern. Ihr hattet keine Chance. Die vereinten Mühen dieser Welt, gepaart mit eurer mickrigen Kraft. Das Ergebnis stand bereits vor Kampfbeginn fest. Zwirfens ist echt ein harter Brocken. Nicht aufgeben. Es gibt einen Ausweg. Das sagst du so einfach. Für ein paar Schwächlinge schlagt ihr euch erstaunlich gut. Aber das ist jetzt alles vorbei. Das ist das Ende. Der Mund auf seinem Bauch ist aufgegangen. Er macht irgendetwas. Wird er gleich eine Attacke auf uns starten? Von diesem Mund aus seinem Bauch aus? Einen Moment. Der Mund aus seinem Bauch. Das ist es. Das könnte funktionieren. Was ist los, Gigan? Was? Wir sollen unsere kombinierten Attacken auf seinen Bauch richten? Ist das möglich? Wir haben keine Zeit, das ist unser einziger Versuch, Reptane. Nehmt das! Wir haben es geschafft. Zwirfens ist erledigt. Wir haben Zwirfens zu guter Letzt besiegt. Das kann nicht sein. Meister Zwirfenst. Meister Zwirfenst wurde besiegt. Deine Zubiere sind weggelaufen. Du hast einfach kein Glück damit, verlässliche Mitstreiter zu finden. Fliegi. Was ist los? Steig den Tempel ganz hinauf. Setze das Reliquement in die hohle Stelle ein. Ich will, dass du herausfindest, ob das Regenbogensteinschiff funktioniert. Währenddessen behalten Kira und ich hier Zwirfens im Auge. Okay, das mache ich. Falls das Regenbogensteinschiff funktioniert, können wir zum Zeitturm gehen. Ich hoffe, das klappt. Nicht bewegen. Reptane, Kira. Ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Was? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden die Pokémon aus der Zukunft verschwinden? Das betrifft nicht nur mich. Auch ihr beiden. Reptane und Kilian gleichermaßen. Da ihr aus der Zukunft kommt, die nicht mehr existieren wird, werdet auch ihr verschwinden. Wollt ihr das wirklich? Wenn die Geschichte verändert wird, verschwinden ihr auch? Sagt Zwiffens etwa die Wahrheit? Reptane. Das stimmt, Kilian. Wenn wir die Geschichte verändern, dann werden wir verschwinden. Reptane. Aber das macht nichts. Wenn damit die Zeit gerettet wird und Frieden in die Welt zurückkehrt. Genau deshalb bin ich ja in die Vergangenheit gereist. Celebi auch. Es half uns, obwohl es wusste, dass es verschwinden wird, falls wir Erfolg haben. Sogar Celebi? Oh, ich erinnere mich damals, als wir in der Zukunft waren. Als Celebi sagte, dass es mit diesem Ziel sein ganzes Leben widmen wollte. Das meinte es also damit. Und Kilian, du kamst mit dem gleichen Entschluss. Wir kamen aus der Zukunft mit dem vollen Bewusstsein, dass uns das widerfahren würde. So wie du jetzt bist, erinnerst du dich jedoch nicht mehr an diesen Entschluss. Ich weiß, dass es ein großer Schock für dich sein muss, aber wir haben in dieser Sache keine Wahl. Wenn wir nicht handeln, wird die Zeit zerstört. Die Lähmung des Planeten wird beginnen. Wenn wir dieser Welt Frieden bringen wollen, dann müssen wir verschwinden. Versuch das zu verstehen. So war das also. Ich bin in diese Welt gekommen mit solch einem Entschluss. Wissen, dass wir im Fall des Erfolgs verschwinden würden. Aber
Wenn wir nicht handeln, kann die Zerstörung der Zeit nicht aufgehalten werden. Das bedeutet, wir müssen es tun. Sogar wenn das bedeutet, dass ich verschwinden muss. Okay, aber da wäre noch etwas. Durch unser Erscheinen in dieser Welt hat sich für uns eine Sache verändert. Es ist wahr, dass wir entschlossen waren, unsere Mission zu Ende zu führen. Das traf zu, als wir zum ersten Mal in diese Welt zurückgekehrt sind. Ja, wir hatten absolut nichts zu verlieren und nichts, wofür es sich gelohnt hätte, zurückzugehen. Aber das änderte sich für dich, als du ein Pokémon wurdest. Du hast in Fliege einen Freund und Partner gefunden. Fliege sie zu dir auf. Wenn dein Partner herausfindet, dass du vielleicht verschwindest, ich bin sicher, er wäre am Boden zerstört. Er hat ein gutes Herz, aber wenn die Zukunft verändert wird und du verschwindest, dann wird dein Partner, Fliege wird, nun dein Partner wird allein zurückbleiben. Jetzt endlich verstehe ich. Wenn ich die Geschichte verändere, werde ich verschwinden. Und wenn ich verschwinde, wird Fliege... Das war der... Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich übrigens extrem traurig darüber. Hier ist es. Hier ist die hohle Stelle. Das Reliktfragment gehört an diese Stelle. Dann wird das für das Regenbogenstein verstanden, wie Raptain es sagte. Ein Versuch kann nicht schaden. Boah, es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Was war das? Fliege hat es geschafft. Dieses Geräusch, das muss das Startgeräusch des Regenbogensteinschiffs sein. Das lasse ich. Ihr werdet niemals die Geschichte ändern. Raptain. Du hast Kilian geschützt, Raptain. Das hat dir schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als erster ab. Was machst du? Zwirfens. Ich nehme dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Was? Kilian, es liegt jetzt an dir. Das sind... Die Zahnräder der Zeit. Okay, Team. Das Regenbogensteinschiff ist abfahrbereit. Was geschieht hier? Fliege. Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwerfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf Kilian auf. Versprich mir das. Aber deinen Platz einnehmen, Raptain, das kann ich nicht. Du musst und du wirst, weil du es kannst. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Lass mich los! Lass mich gehen! Wir sind fast da. Ruhe. Kilian. Lebe wohl. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt. Der Rest liegt in deiner Hand. Raptain. Entschuldige die Verzögerung, Zwirfinst. Da sind sie weg. Raptain, warum? Raptain. Das Geräusch des Regenbogensteinschiffs. Es wird lauter. Das Regenbogensteinschiff. Es sieht so aus, als ob es sich bewegen würde. Aber Raptain, das ist traurig. Ich bin zu traurig. Zu traurig, um mich zu bewegen. Aber... Na klar. Wenn wir uns nicht beeilen, könnte das Regenbogensteinschiff ohne uns abfahren. Raptain, ich mag traurig sein, aber jetzt... Lass uns besser gehen. Zahnräder Zeit, ich sammle sie besser ein. Warte auf uns in der Zukunft, Raptain. Wir werden die Lähmung des Planeten aufhalten. Wir werden die Zukunft in eine bessere Welt verwandeln. Eine Welt, in der Raptain glücklich und zufrieden leben kann. Wir werden nicht scheitern. Aber was Zwirfinst sagte... Kommen wieder diese total unnötigen Flashbacks von vor 2 Minuten.
Das stimmt. Wenn die Zukunft verändert wird, wird Riptane verschwinden. Und auch ich werde verschwinden. Hey, Kilian. Das letzte, was Riptane zu dir sagte. Schon wieder ein unnötiger Flashback. Das ist auch erst vor 2 Minuten passiert. Seine letzten Worte. Trennung schmerzt. Ich kenne das Gefühl. Ich verstehe, wie weh es tut. Riptane war lange Zeit dein Partner. Es muss Riptane fürchterlich wehgetan haben, dich zurückzulassen. Vielleicht hat er das gemeint. Aber nein, das ist es nicht. Die letzten Worte von Riptane, sie waren nicht über mich und Riptane. Er meinte mich und Fliegi. Riptane sagte das, weil er wusste, dass ich Fliegi irgendwann verlassen muss. Wenn die Geschichte verändert wird, werde ich verschwinden. Meine Zeit mit Fliegi geht ihrem Ende entgegen. Dies ist unser letztes Abenteuer. Hey, Kilian, wir müssen das Riptane zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm.